Oh mein Gott, jetzt fängt ja schon wieder mit dem Berg an. Ja, aber versprochen, jetzt geht es langsam wirklich auch an die Detailarbeit, nämlich nicht nur um den Felsen hochzuziehen. Es hat sich auch einiges schon getan, wie man sehen kann. Und zwar haben wir ja hier die ersten Rübenfelder eingezogen. Ich hatte das letztens im Livestream von Klemmbausteinreise schon angedeutet. Und ja, hier schon mal Grüße raus an Fitnix, jetzt als Golden Brick 61 unterwegs. Ja, hier die Anfänge der, wie gesagt, Rübenfelder und auch der geernteten Rübenkisten. So mal ein kleiner Einblick. Da hatte ich ja erzählt gehabt, dass ich von denen hier 200 Stück zusammengebaut habe. Die restlichen sind noch hier in einem Zipperbeutel drin. Die werden auch noch irgendwie untergebracht. Dann ist ein kleines Kürbisfeld hier eingebracht und untergebracht worden. Und natürlich darf da, wo es blüht, auch ein Imker nicht fehlen. Und so ist auch der Imker aus der neuen Minifiguren-Serie zum zweiten Mal auf Pandemica eingezogen. Und ja, da wird sich jetzt hier die nächsten Tage noch einiges tun. Hier oben auf dem Berg habe ich auch ein bisschen was gemacht, damit es nicht so kahl aussieht. Hier habe ich die goldenen Bäume untergebracht und etwas Bewaldung eingebaut und Pflanzen und auch die schönen Rankenteile sind mit dabei. Ja, das ist jetzt mal so der erste Zwischenstand von dem, was der Berg jetzt so werden wird. Wie gesagt, Gewächshaus ist angekündigt worden. Jetzt wird hier unten noch kleiner Teich eingebaut, es kommen noch mehr Minifiguren rein, es kommt noch mehr Grün rein, das Bistro wird noch was gebaut, das ist ja auch noch nicht fertig, die Lampen liegen noch hier. Ja, da mal gucken, die ganzen Bricklink-Bestellungen sind auf jeden Fall da, sprich Türen, Fenster, Bausteine, was ich dafür brauche, Slopes sind auch noch mal welche gekommen von Blue Bricks. Ja, da wird also die nächsten Tage wieder ordentlich was passieren. So, ganz kurz jetzt ein kleiner Schwenk über die restliche Platte, denn der Grund ist ein ganz einfacher. Es geht an die Inneneinrichtung vom Restaurant und damit erstmal um den Boden. Und da braucht es Fliesen und nur, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mir eine Plate geschnappt, Dark Blush Gray, so wie der Boden im Restaurant auch sein wird bzw. ist. Und habe darauf jetzt mal Fliesen angebracht. Da wir im Futterhorn-Farbschema sind, habe ich Dark Blush Gray Fliesen, ja, Dark Blush Gray, Entschuldigung, Trans Dark Blue Fliesen verwendet und weiß und habe mal zwei Muster angelegt und jetzt geht es darum, was passt am besten rein. Das probiere ich jetzt kurz aus und dann melde ich mich nochmal mit der Entscheidung. Ja, so schnell ist die Entscheidung getroffen. Es wird dieses Fliesenmuster. Der Hintergrund ist ganz einfach, es lässt sich viel besser einbringen, es sieht schöner aus. Im Küchenbereich wird eine ganz normale weiße Fliese eingezogen. Da ist auch nicht so viel Platz, um für ein Muster zu sorgen. Und ja, das ist jetzt hier da, wo dann später die Tische stehen werden und sich die Minifiguren aufhalten. Ich melde mich dann gleich mal wieder zurück mit dem eingebauten Fliesenmuster. Nach etlichen Stunden weiteres Basteln, Tüfteln, Gedanken machen, ist doch ein sehr schönes Bistro entstanden, das jetzt soweit komplett ist, bis auf die vordere Terrasse. Ja, ausgestattet wurde das Ganze mit einem Tisch, mit einer Anrichte, wo Kekse drin liegen. Habt ihr im Foto vorher schon gesehen. Es arbeiten Leute in der Küche. Jetzt muss ich nur gucken, dass die Kamera das tut, was ich will und auch reinspringt. Ja, zwei Leute arbeiten da. Vorne an der anderen Seite haben wir Leute, die rausgucken können. Der obligatorische Feuerlöscher darf natürlich auch nicht Auf der anderen fehlen. Seite sieht es dann so aus. Kann schön reingucken. Wir haben eine Touristin, Mit die Fotoapparat. genau. Und ja, natürlich hier die Türe, dass man raus kann. Da sind jetzt auch hier Stangen dran, so zur Deko. Und das Ganze ist so gestaltet, wie gesagt, dass ich es abmachen kann. Ja, Wuffeleffekt hängt nur an zwei Pins, aber wenn man es dann mal wegmachen will. Ja, also man kann es auf jeden Fall wegmachen, falls man dann doch mal was umbauen möchte.
Die Co-Moderatorin versucht das jetzt mal, weil ich habe in der einen Hand die Kamera und mit einer Hand geht es immer ein bisschen schwierig. Zack, und dann können wir euch nämlich doch mal einen richtigen Blick rein gönnen, jetzt halt ohne Licht. Also man sieht hier am Feuerlöscher zwei Sitze, im Feuerwehrmann sitzt auch drin. Das Obligatorische so vorausgesetzt. Wir haben jetzt das Gewächshaus, die Biosphäre, das Biotop. Whatever, halbwegs eingerichtet. Und nehmt euch jetzt mal ganz kurz mit. Wir haben natürlich hier vorne ein paar Hochbeete angelegt, wo, wenn ich mal die Kamera richtig halte, Salat und irgendwelche Kräuter drin wachsen. Wir haben unschwer an den Kisten zu erkennen Karottenfelder. Wir haben Rettiche angebaut, ist auch wichtig. Wir haben Kirschen, Karl mag total Kirschen, deswegen musste ein Kirschbaum hier eingepflanzt werden. Und hier hinten haben wir einen Apfelbaum. Also ganz viel, natürlich, was wachsen kann. Und damit alles auch richtig gut wächst, haben wir einen Imker dabei. Der bekommt jetzt demnächst noch einen Bienenstock. Dann haben wir ja das Restaurant, das im Übrigen auf den wundervollen Namen Gabel und Kelle hört. Noch eine kleine Erholzone unten eingerichtet. Das erkennt man jetzt an den Liegestühlen, wo auch schon jemand das ganz toll nutzt. Und ja, ein bisschen Wasser gehört dazu. Wir haben nämlich einen Brunnen eingebaut und da noch was ganz Tolles. Ich bin auf bedruckte Fliesen gestoßen, wo ein Koi-Karpfen drauf ist. Die fand ich besonders toll. Durfte natürlich nicht fehlen. Und Frösche natürlich. Ein Teich ohne Frösche, das geht nicht. Genau, die quaken dann immer nachts rum und nerven jeden, der schlafen will. Und wenn wir hier schon im Paradies sind, auch die Schlange im Paradies darf nicht fehlen. Ja, soweit, so gut. Ein paar Tiere sind da. Wir haben auch eine Eule hier. Wir haben eine kleine Spinne dabei. Wir haben Hunde. Einen Hund haben wir jetzt erstmal schon hier stehen. Genau, Frösche haben wir. Wir haben noch eventuell vor, noch einen Papagei reinzusetzen. Da müssen wir mal gucken. Und ja, jetzt geht es damit weiter, dass hier noch ein kleiner Weg angelegt wird. Von der Luftschleuse auskommend Richtung Bäume. Da müssen wir mal noch ein bisschen tüfteln. Und dann, wenn es soweit ist, dann darf auch die Glaswand vorne einziehen. Und ich sage schon wieder und. Ja, die Glaswand wird dann hier vorne hochgezogen bis zur Felswand, also wirklich so bis hier. Und dann geht's los mit, wir bauen einen Deckel für das Biotop, die Biosphäre, das Gewächshaus. Ja, kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Geschichte. Ist ja nicht so, dass unsere Minifiguren hier nichts tun. Also doch, die tut nichts, die darf mal chillen, die hat schwer gearbeitet. Wir haben natürlich auch beschäftigte Arbeiter, die gerade dabei sind, ein paar Muffins abzuholen. Hier kommt einer mit einem Pizzakarton um die Ecke und der ärgert sich, weil er nämlich in der einen Pizza eine Pizza mit Ananas dabei hatte. Das geht natürlich gar nicht. Dann kommt ein Lieferant, der gerade Getränke bringt. Und ja, ein paar sind gerade dabei, ihre wohlverdiente Pause zu machen. Und wir haben natürlich auch hier unten Leute, die fleißig am Ernten sind. Die Äpfel müssen eingesammelt werden, die Karotten müssen rausgezogen werden und auch die Rettiche, die sind nämlich reif. Und ja, so hält man dann halt seine Bevölkerung auf einem außerirdischen Planeten am Leben. So. Es ist schön, dass ich meine Frau schon auslacht, bevor es ein Outtake gibt. Ja, was wir eigentlich mit dem So ankündigen wollten, ist, die Platte steht, also der Berg ist jetzt da, wo er hin soll. Die Lampe musste leider weichen. Die Gleise sind verknüpft und jetzt kommt natürlich der Moment der Wahrheit. Funktioniert das mit der Lok? Passt das alles durch? Und jetzt dürft ihr mal live dabei sein bei der ersten Testfahrt. Wenn die Futuron-Lok ihren Kreis zieht, mach das mal hier hinten ein bisschen schneller. Filmen wir jetzt nicht die ganze Strecke mit. Wichtig ist es da, wo sie aus dem Berg rauskommt. Bis jetzt fährt sie, aber gut, die Strecke, die ist tatsächlich nicht neu. Da kommt sie schon.
Zack, schwenk rüber, rein in den Tunnel. Und jetzt müsst ihr hoffentlich hier rauskommen. Und yeah, das hat schon mal funktioniert. Hoch, schnell. So. Testfahrt mit der Lok hat geklappt. Jetzt kommt die Testfahrt mit den Waggons. So, Lok aufgebaut, Waggons angehängt, alles schön in Reihe gebracht. Und jetzt seht ihr auch mal kurz, was zwei Motoren alles ziehen können. Verkehrt rum. Naja gut, Fernbedienung und ich, das war schon im letzten Video, waren wir keine Freunde. Muss halt immer zwei Knöpfe gleichzeitig drücken, das ist ein bisschen viel für jemand, der kein Multitasking kann. So, Lok fährt los. Fällt mir gerade ein, ich hätte vielleicht mal noch Lichter machen sollen an der Lok, aber gut. Das ist eine Fotorun-Lok, die sieht auch im Dunkeln. Haha, nein, sieht sie nicht. Aber ja, auch hier gleiches Spiel. Wenn sie dann in den Tunnel, in den kurzen Tunnel einfährt, mal die Fahrt ein bisschen erhöhen. Die ist, hat schon ein bisschen was zu tun. Ich fahre mit Stufe 4. Da kommt sie an, fährt in den Tunnel ein. Und auch hier kommt sie raus, ohne dass sein Waggon hängen bleibt. Jawohl, Testfahrt auch hier bestanden. Ja, dann hat man den Berg an Ort und Stelle und hat die Testfahrt mit der Lok gemacht. Und dann stellt man irgendwann bei Nacht und Nebel fest, dass die Haltestelle für die Monorail mit den Lampen direkt aufs Dach vom Gabel und Kelle zeigt. Und naja, das war jetzt irgendwie suboptimal. Also haben die Kala und ich kurzerhand entschieden, wir drehen das ganze Ding um. Zu unserem allerersten Gast ist heute auch noch ein zweiter Gast dazugekommen, nämlich Bricks Builds, welcher dann unsere Futuron-Lok fahren darf. Als Lokfahrer haben wir uns gedacht, ist das genau der richtige Platz für ihn. Genau, da musst du einfach eine tolle Lok her. Und wie gesagt, Dark Ages Over ist ja auch nochmal hier mit im Bild. Das war unser erster Gast und wie gesagt, Bricks Builds jetzt der zweite. Und Bricks Builds, da gibt es auch einen wundervollen Kanal. Und natürlich, klar, wenn man einen Lokführer hier sieht im Bild, dann kann man sich natürlich denken, dass da Züge und Bahnhöfe und Gleisanlagen im Vordergrund stehen. Und wir lassen euch wie immer mal einen Link in den Kommentaren da. Schaut unbedingt bei Bricks Builds vorbei, weil die haben, ja, die bauen Dampfloks auf, die bauen Bahnhöfe auf, die haben eine Drehscheibe konstruiert. Müsst ihr euch wirklich angucken. Und am besten lasst ihr dann gleich ein Abo da. Und falls es bei Dark Ages Over noch nicht gemacht hat, da auch nochmal ein Abo da lassen. Den packen wir auch nochmal unten in die Kommentare rein. So, und bevor wir jetzt zum Ende vom heutigen Video kommen, fällt mir noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Nämlich, ich darf euch Zuschauern Danke sagen für über 100 Abonnenten. Wir haben im letzten Video die 100 Abonnentengrenze überschritten. Wahnsinn, wir freuen uns ganz, ganz arg, dass ihr so zahlreich einschaltet, dass ihr Likes da lasst, dass ihr Kommentare da lasst und ja, dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Es macht mit euch noch viel mehr Spaß, hier die Landschaft aufzubauen und zu gestalten und ja, jetzt sage ich danke auch heute wieder fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wer das erste Mal einschaltet, gerne ein Like und ein Abo da lassen und ja, bis zum nächsten Mal bei Steine im Weltall.